Wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Es gibt welche, die schauen das an. Hey, wir haben Studiogäste. Unser kleiner Maulwurf ist leider krank. Tut so, als wäre er krank. Dafür haben wir Petit Frère am Start hier, die dich adäquat vertreten. Hallo Mauli, zu Hause, wie geht's dir? Ja, nicht so geil, Digga, muss ich sagen. Die Nacht ein bisschen gekämpft mit Fieber, gekämpft, auch übertrieben. Aber mich hat so ein Fieber weggesmashed gestern. Und so ein richtiges Fieber oder so ein Fieber, so zu lang feiern gewesen? Ich möchte nicht in die Schule gehen, Fieber. Genau. Nein, so ein, ach scheiße, das sind doch eigentlich Ferien und ich kann jetzt in den Ferien kann ich doch nicht krank werden. Okay. So eins eher. Ja. Also ein richtig ernstes. Ja, und dann dachte ich mir auch, ey, was soll das, Alter, soll ich jetzt hier völlig, völlig verschwitzt zu euch fahren, damit ihr euch dann ein Mikrofon teilt? Ja, solltest du. Ja, das wäre real. Das solltest du wirklich, weil ich finde es einfach ekelhaft, wie du mich hier hängen lässt. Ganz einfach. Du lädst hier Leute ein, deine Freunde kommen hierher, ich muss sie betreuen. Ich habe hier Kaffee gemacht, dieses Studio eingerichtet, Skype eingerichtet, extra für dich. Und der junge Mann chillt zu Hause. Ja, Mann. Krass. Da, krass, und guck mal, deine Freunde, weißt du, was die gemacht haben? Die sind heute Morgen um 5 Uhr losgefahren, um hier pünktlich um 11 auf der Matte zu stehen. Wo bist du? Ich dachte um 3. Ich dachte um 3. Ja, du weißt, afrikanische Zeit, aus 3 wird 5, aus 5 wird 6. Weißt du, kurz nach Hause gegangen. Bisschen Playsee gespielt, Shisha geraucht und dann losgefahren. Auch schön, dass du ihm gestern gesagt hast, dass es um 11 losgeht. 11 bis 13 Uhr. Ja. Ja. Das ist eine Lüge. Ja. Du wusstest schon ewig Bescheid. Mensch, also ich freue mich aber trotzdem tierisch, dass ihr da seid. Am Mikrofon Helio und Tushu. Richtig. Tushu. Tushu. Ja. Okay, wie schreibt man das? T-U-X-H-O. Okay, Tushu. Ja. Okay, ist das irgendwie portugiesisch mit Nein, dem es X? Ist, oder? Ist kompliziert. Bürgerlicher Name ist Tushu Tuls und Daniel das in November. Genau, danke. So, aber du hast gesplittet gerade. damit weißt doch, die Hater schreiben mir dann Post und so. Ja, aber das mit dem Tushu und dem Tulson hat man irgendwie nie hinbekommen, aber das ist eigentlich so ein Hausname. Also du kriegst, bei uns in Angola kriegt man auch halt immer meistens ein Hausname. Aha. Mit so ein Rufname, sagt man. Ah, okay. Deutsch. Rufname, ja genau. Ja. So, das ist so. Das ist, weil die, wie werden die Namen bei euch vergeben? Sind das afrikanische Namen, die dann irgendwie versucht werden auf Portugiesisch zu umschreiben oder sind das portugiesische Namen? Das ist meistens, leider Gottes, sind das meistens portugiesische Namen, wegen portugiesischer Kolonie. Mhm. Angola hatte 30 Jahre Bürgerkrieg, 30, 40. Bitte, dass da irgendwie gebacken bekommen haben, hat bis jetzt die, immer noch nicht so ganz. Da sind die Kongolesen, was wir eben besprochen haben, ein bisschen weiter. Ja gut, aber die hatten auch heftige Kriege in der Zwischenzeit und auch große Bürgerkriege. Ja, aber nicht so wie der 30-jährige angolanische Bürgerkrieg. Ja. Definitiv. Ja, ich habe gelesen, Angola ist erst seit 1975 unabhängig. Ja? Und 75 ist, das ist tatsächlich, fällt ja in meine Lebensspanne. Da war ich schon geboren. Okay. Ja? Und da habe auch gelesen, dass diese rechtsgerichtete portugiesische Regierung ja auch wirklich dann Angolanern die Bürgerrechte verweigert hat, durfte nur eingeschränkt reisen und so. Mhm. Das wirkt ja wirklich, wirklich noch nach. Wann sind eure Eltern nach Deutschland gekommen? 88 und dann ist 89 Helio geboren. 89 ist Helio geboren. Okay. Ja. Und wann bist du geboren? Ich bin 84er Jahrgang. Okay, also du bist schon ein bisschen älter, du bist noch in Angola geboren. Ja, ich bin noch in Angola geboren, ja. Geht ihr da regelmäßig hin? Ja, also bis vor 12 Jahren waren wir noch Asylanten. So. Okay, das heißt, also, was heißt das? Also Asylbewerber mit Duldung? So, oder? So, ja, diese Filme. Bei Angolanern hat es immer ein bisschen länger gedauert, ne? Es gab immer für die deutschen Behörden, man wusste nie, ist man Kongolese oder Angolaner. Viele wurden abgeschoben, viele durften bleiben und so. Aber jetzt mit der Zeit gingen wir regelmäßig und so die Heimat besuchen. Dieses Jahr zum Beispiel, wenn alles gut läuft, auch im Dezember.
Dezember, September, was war das? September, mal gucken, ja, was, direkt, was die Kohle sagt. Ja, man, direkt dahin, fettes Video drehen. Und habt ihr jetzt mittlerweile einen deutschen Pass sogar, ja, oder, doch, oder habt ihr Bleiberecht? Ne, deutschen Pass, jetzt haben wir einen deutschen Pass. Ja, okay. Ich habe meinen deutschen Pass mit 22 bekommen. Erst. War das, wie war dieses Gefühl, den Pass bekommen zu haben? Hat dir das was bedeutet? Ich wollte den einfach haben. Ich habe lange gestruggelt dafür. Ja. Die haben immer wieder irgendwelche Geschichten gehabt, um mir den nicht zu geben. Und dann habe ich den bekommen und ja. So. Ja, genau. Bei den Angolanern war das so, irgendwann, nachdem es in Angola gut lief, hieß es, man darf doppelte Staatsbürgerschaft, ne, bekommen. Mhm. Dann wurde das so sehr interessant für die Angolaner, die in Deutschland zum Beispiel das leben. Ja. Weil ist halt nice, du bist drüben. Du fliegst rüber als Angolaner und fliegst zurück als Deutscher. Mhm. Also hast du weniger Struggle, weil du weißt, Korruption, ja, bei uns groß, schon am Flughafen. Und wenn man so dann den deutschen Pass rausholt, dann hat man... Dann machen die Platz, weißt du so. Präsident. Das ist echt krass. Also ich habe deshalb gefragt, weil Bastard neulich so ein Posting gemacht hat, dass er irgendwie auch nach 20 oder 30 Jahren Struggle den deutschen Pass bekommen hat. Okay. Und ich halt natürlich dann geschrieben habe, es ist halt tragisch, dass man nur so ein Stück Papier, dass so ein Stück Papier so wahnsinnig viel ausmacht. Und er hat halt zurückgeschrieben, ja, aber es ist so. Also für uns ist es natürlich selbstverständlich. Genau, wir wachsen auf mit so einem deutschen Pass, dann so scheiß drauf, so quasi. Genau, aber für andere Leute ist es halt tatsächlich dann irgendwie auch eine Lebensversicherung oder... Ja, genau, eine Lebensversicherung, weil du einfach immer abgefuckt werden kannst. Mhm. So. Als Deutscher, also jetzt als Deutscher merkt man das ja nicht, weil man ist ja Deutscher jetzt. Aber als Ausländer, wenn du jetzt zum Beispiel das alles erlebt hast, was wir erlebt haben, vom Asylantenheim bis wer weiß wohin und die ganzen Probleme überall. Ich habe damals zum Beispiel Fußball gespielt in der C-Jugend, haben wir ein Big Turnier gehabt, internationales Turnier. Ich war so der Beste in der Mannschaft, aber durfte nicht mitfliegen, weil ich da noch keine deutschen Papiere hatte und so Filme wo, halt. Wo war dieses Turnier? Das war in New York sogar. Ah, okay, Amerika. Und du durftest nicht mitfliegen? Ich durfte nicht nach Amerika, durfte ich nicht mitfliegen, nach London durfte ich nicht mitfliegen. Sind halt viele blöde Sachen halt, ne? Ist auch ein Unterschied, wenn du zum Amt gehst, öfters, und dann musst du, keine Ahnung, kriegst du 50 Blätter zum Durchlesen, durchschreiben, oder du kriegst nur eins, wo du ein paar Sachen ankreuzt, wenn du dann Deutscher bist. So, ja. Das sind Sachen halt, die können das Leben ein bisschen leichter machen, so. Ja. So. Mauli, du schnaufst da so im Hintergrund, was tust du gerade? Zum Schlaf oder was? Das ist ganz normales Atmen bei mir. Ich würde niemanden anschnaufen. Ich fand es auch nichts an der Geschichte schnaufenswert. Mauli, hast du alles irgendwie so eine kleine Antireaktion aufgrund deines baldigen VÖ-Termins? Das ist so die Nervosität, die dich krank gemacht hat? Hast du einen deutschen Pass, Mauli? Was ist ein VÖ? Boah, ich hatte ganz lange nur so einen Reisepass und keinen Personalausweis. Du warst auch Ostler, oder? Du hast auch länger gestruggelt, bis du einen richtigen Pass bekommen hast, oder? Ach, Mauli ist kein Deutscher. Der ist Ostler. Der ist aus dem Osten. DDR. Ja, aber bist du Deutsch? Das war der Witz. Okay, hab ich jetzt gepennt. So. Alle wissen Bescheid, Tuscha hat keinen Sinn für Humor. Nee, ich war mit meinem Kopf so, okay, ist er denn jetzt doch vielleicht Russe oder krass, aus Polen? Ja, aber du, mein Schwiegervater, der erzählt immer so Witze. Also, treffen sich ein Pole, ein Türke, ein Ossi und ein Deutscher. Ja. Also, ja. So, das ist derselbe Witz. Mhm. Naja, gut. Egal. Okay, versteht keinen. Doch, ich hab den schon verstanden. Aber. Gut, der Schwiegervater ist übrigens Spanier, aber naja. Gut, ey, wir spielen, weil wir gleich beim Thema sind, Afro und Deutsch, auch von eurem Album, das vor 2 Wochen, glaube ich. Am 23. Februar kam es raus. 23. Februar, das ist halt schon 4 Wochen, Mann, die Zeit rast. Also wirklich, ich hab's, als wäre es vor mir, hätte ich das Cover noch gesehen. Schleichwerbung 2, genau. Heißt das. Vor einem Monat erschienen, überall erhältlich. Ja, denke ich. Überall. Ja. Afro und Deutsch heißt der Track. Die wundersame Woche mit Mauli und Steiger. Themen der Woche.
Ich finde es wahnsinnig schön, wie du über diesen Jingle drüber schnaufst, Mauli. Das, ich glaube, das macht das Ganze so authentisch. Themen der Woche. Hey, Hauptsache, du hast was zu lachen, Steiger. Schön auf die Kleinen draufhacken. Ne? Ja. Ich wollte doch eigentlich die Jungs gerade was fragen. Und zwar, warum Schleichwerbung? Also Schleichwerbung 2 impliziert ja, dass es Schleichwerbung 1 schon gibt. Und warum dieser Titel? Okay, da ist eine etwas längere Geschichte. Und zwar ist es immer so gewesen, früher, wo ich angefangen habe zu rappen, so, ich denke mal, ich war der einzige Schwarze, oder weil, wo ich angefangen habe zu rappen, haben noch nicht mal Südländer gerappt, Türken oder Araber. Und dann, wenn du in den Jams gegangen bist und da waren halt nur Deutsche, weißt du so, und du kommst da rein, hat man immer direkt gedacht, du bist ein Assi, weißt du so. Dementsprechend haben wir immer uns überlegt, so, wenn wir eine Platte rausbringen würden, wir würden die dann so nach der Art, wie wir rappen zum Beispiel, würden dann die Platte, keine Ahnung, schlag mich tot, ich F deine M, weißt du, weißt du, was ich meine, ne? So, dann, ja, würden die Leute, die damals... Hey, hier kann man auch, ich fick deine Mutter sagen, ja, das ist überhaupt kein Problem, wir sind hier in einer Sendung, die ausschließlich auf unseren Mist gewachsen ist. Flux FM distanziert sich auch regelmäßig von uns. Das ist auch in Ordnung so, deshalb, wir dürfen alles, ja? Okay. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich hatte immer gedacht, so früher, wenn wir gerappt hätten und wir hätten unsere Covers da gepostet und unsere Lieblingstitelbilder, dass die Leute dann immer direkt gesagt hätten, da, nee, guck mal, das sind Assis und so. Deswegen habe ich dann irgendwann mal die Idee gehabt, komm, wir hauen da ein Haus rein, so, weil wir halt unser altes Asylantenheim, Werkstättenstraße 21 in Leverkusen-Oppland so sehr geliebt haben. Haben wir mal ein Haus da reingeballert und dann Schleichwerbung und dann die Leute mussten erstmal hören und danach irgendwann herausfinden, wer diese Menschen überhaupt sind. Das war so die Idee vor, keine Ahnung, 10, 12 Jahren von Schleichwerbung. Sag mal, und ihr seid da richtig in diese Kölner Hip-Hop-Szene reingekommen mit Beats aus der Bude oder? Nee, eigentlich gar nicht. War denn das ist ja genau das, was ich meine. So, eigentlich gar nicht. So, wir haben halt unseren Hip-Hop gemacht, so. Aha. Wir sahen nicht aus wie alle anderen so. Aha. In Berlin war es jetzt ist ja ganz anders. Hier war wirklich Multikulti. In Deutschland. Bei uns in Köln, wo ich angefangen habe, Rap zu machen, hat es auf jeden Fall, haben es die Ausländer nicht gemacht. So, das war ein reines Jugendzentrum, weißt du, was ich meine, so sehr, sehr hart. Welche Zeit waren das? Die coolen Säue, die Firma und so? Nee, das war schon die Zeit halt von David P., Beats aus der Bude, diese Geschichten, das waren schon auf jeden Fall diese Zeiten so. Ja. Aber das war ja halt nicht wie heute, weißt du so, das war halt nicht wie heute, so wo es Multikulti ist, egal, so das war halt so, wenn du angekommen bist, weil du hattest noch so diesen amerikanischen Style, aber du hast Deutsch gerappt, weißt du? So, das hieß dann direkt so, wenn du angekommen bist mit einer New Era Cap oder einer schöne breite Pelli-Pelli-Lederjacke, warst du direkt ein Assi, weißt du, was ich meine? So, auch in der Schule warst du direkt ein Assi. Deswegen haben wir immer gesagt, okay, wir zeigen nicht unsere Bilder jetzt direkt drauf und nennen das irgendwie mit irgendeinem krass gefährlichen, für Jugendliche nicht zugelassenen mit der Namen. AK durch die Wand. Genau, so. Aber das ist ein geiler Name. Mutter. Ja, ich glaube, die merken wir uns aber. Ja. Mit der AK durch die Wand. Oder wie hieß das? Mit arschgefickte Chinamund vorzunehmen. Das ist gesagt. Keine Ahnung. Aber Mauli, hast du deine Frage beantwortet bekommen? Das darf man wiederum nicht sagen. Hier ja, voll. Also ihr habt quasi, ihr wolltet, weil ihr durch eure Herkunft euch Nachteile befürchtet habt ihr es einfach. Ja, so, das war auf jeden Fall damals ein Undercover-Release gemacht. Genau. Das war die Idee und jetzt haben wir es wieder Schleichwerbung 2 genannt, weil wir saßen da, Anderson hat ein paar Ideen gehabt, Haley hat ein paar Ideen gehabt und das Mixtape wurde einfach so, halt, weil wir immer recorden, wir machen uns jetzt nicht großartige Gedanken, nee, das muss ins Album rein, nee, das muss, und jetzt brauchen wir eine Promo, wo irgendjemand den anderen absticht. Wir machen halt immer Musik und dann haben wir die einfach da reingeballert und haben nach einem Namen überlegt und dann haben wir einfach gesagt, ey, dann lass mal wieder Schleichwerbung. Wurde dir auf diesen Jams oft nach Dope gefragt?
Also ständig. Und das Lustige ist, wir rauchen nicht. So. Wir rauchen nicht. Wurde dir auf Englisch nach Dope gefragt? Ja, ständig. Heute ja, natürlich. Jeden Tag. Jeden Tag. Das ist, genau ey, das so. Ist unglaublich, oder? Das ist, also, das ist krass. Diese Bilder im Kopf. Das ist auch wie, ich habe bei Kicks gearbeitet, so 5 Jahre lang. Und immer wieder kamen fast dieselben Kunden, die dann mich auf Englisch angesprochen haben. Weil viele immer denken, du bist schwarz, also bist du, keine Ahnung, Ami oder Reptile. Du musst Englisch kennen. Und dann, wenn du denen dann mit vernünftigem Deutsch kommst, so, dann erschrecken die sich und dann... Ihr seid ja, war Schleichwerbung 1 schon so zu MySpace-Zeiten, weil ihr seid ja auch unfassbar lange schon am Start. Ja, Mann, war MySpace des Grauens. Genau, ja, definitiv ja. MySpace. Also, was ist jetzt der zweite Teil eurer MySpace-Triologie? Yeah, ja. Irgendwann kommt der dritte Teil, wenn es es gibt auch Snapchat nicht mehr gibt. Irgendwo im Internet lauert auch Schleichwerbung 1,2. Ja, Mann, stimmt, irgendwo, ja. Wir auch noch Schleichwerbung 1,2. Ja. Wo nehmt ihr immer auf? Bei mir auf jeden Fall. Also du hast ja ein eigenes Studio zusammengebaut über die Jahre. Ja. Wie war das, als ihr angefangen habt? Habt ihr da noch im Asylantenheim gewohnt? Nein, doch, Moment. Doch, der Name ist im Asylantenheim entstanden, aber so recorded? Ja. So vom Recorden oder? Also, erstmal waren wir halt, wie gesagt, wir waren im Asylantenheim, wir waren viele Brüder und Cousins und bei uns kennt man doch, ist man direkt immer Cousin und Bruder. Und dann kam auf jeden Fall nach dem ersten Song, den ich gesehen habe, mein Cousin hat immer diese Videokassetten gebracht. Und dann habe ich diesen I Am Song kennengelernt und der hat auf jeden Fall geflasht. Ich glaube sogar, das war einer der ersten Hip-Hop-Songs, die ich so wirklich wahrgenommen habe. Mhm. Ich fand's cool, wie die Jungs gestruggelt haben, so dieses, die Art halt so. Und dann waren wir halt mehr erstmal so eine Gang, so, weißt du? Haben auf der Straße ein bisschen gerappt und dann 2, 3, 4 Jahre später haben wir uns dann überlegt, ey, guck mal, hier besorgt man einen Computer und so, nimm auf und diese Action. Mhm. Und dann kam irgendwann ein Helikopter. Ich wollte nochmal auf dieses Thema zurückkommen, Afro und Deutsch. Ist euch eigentlich jemals aufgefallen, dass Angola die gleichen Farben in der Nationalflagge hat wie Deutschland? Ja. Ja, aber Deutschland hat ja Gold, ne? Ja, ist es nicht Gold? Dieses Zahnrad und die Machete? Gelb. Und der Stern. Das ist gelb. Schon gelb. Ja, aber ich finde ja auch Deutsch, schwarz, rot, gelb. Sieht einfach, ist alles gelb für mich. Ja, stimmt. Das eine wird Gold genannt, das ist gelb. Ja. Ja. Ihr sagt auf diesem Track, das ist euch. Warte mal, ich habe es ein bisschen rausgesucht. Also es klingt so, ihr seid gut integriert und ihr seid auch richtige Deutsche. Also ihr betont das so. Oder ich liebe die BRD. Ja. Sagt ihr, warum? Also wenn man mich fragt, wie ich die BRD liebe, ich liebe die BRD. Also ich liebe Deutschland aufgrund, wie ich aufgewachsen bin. Mhm. Meine Freunde, die ich kenne, meine Stadt. Und es ist halt, weil ich die ganzen Jahre hier bin, ist halt das, was ich so persönlich am nächsten kenne. Also dein Umfeld? Ja, mein Umfeld, so, ja. Mein Umfeld. Im Endeffekt, wo du aufgewachsen bist. Ja, aber es hat auch natürlich viel Nachteile. So, Deutschland hat auch für Leute wie mich auch viel Nachteile, aber auch viele Vorteile, so. Halt. Mhm. Ist es anstrengend, immer so betonen zu müssen, hey, wir sind reale Deutsche, wir sind gut integriert? Das heißt, also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt rumlaufe und mich rechtfertigen muss. So ja. Halt, ne, aber es sind halt Situationen, die Alltag, jeden Tag, irgendwo, weißt du so. Und dann, wenn die Leute dir blöd kommen und wir sind Rapper, dann kommen wir denen auch blöd rapmäßig rum, weißt du so, wie ein Rap, wie Künstler, ja, es ist... Jetzt anstrengend würde ich das nicht sagen. Es ist einfach so, man lebt damit. Was ich halt daraus höre und so, und das finde ich halt so persönlich schade, dass dieses Land das immer noch nicht geschnallt hat, dass es halt irgendwie sehr, sehr viele unterschiedliche Kinder gibt und dass es halt selbstverständlich ist, dass es halt Deutsche sind, die eine andere Hautfarbe haben. So quasi, dass ihr, oder ich fühle da immer noch so raus, dass ihr so das Bedürfnis habt, hey, ich bin aber auch. Nein, okay, da muss man sagen, das ist ein Fehler. Wir sind jetzt nicht verbittert und wir wollen unbedingt so Leute akzeptiert und so. Das ist mir eigentlich scheißegal, ob man mich jetzt akzeptiert oder nicht. Ja. So, aber es ist halt ein Thema. Und wir haben diesen Song dann halt gemacht.
indem wir halt sagen wollen, guck mal, wir sind Afrikaner und wir sind auch Deutsche und wir vermischen das. Ja. So, weißt du, aber im Endeffekt sind wir Afrikaner, so, weißt du, so. Aber halt, weil wir hier leben, was sag ich? Ich fresse Kartoffeln mit Fufu und Pundu, afrikanisches Essen, so, ist halt so. Ich gehe zu meinem kongolesischen Nachbarn, der macht Pommes. Ja. An dem Tag, dann gehe ich von da zu meiner Cousine und die macht dann wieder hardcore afrikanisches Essen. Aber das ist halt das, was ich jetzt bin, so. Ja. Zurzeit, weißt du, ich meine so. Also auf jeden Fall nicht, dass wir verbittert rumlaufen und sagen so, hey, bitte, akzeptiert uns so. Ja. Das nicht. Ihr habt einen anderen Song gemacht, der hat mich ein bisschen überrascht, der heißt Verräter. Mhm. Ja. Ah, okay. Hört man oft, ist auch so quasi auf fast jedem Deutschrap-Album drauf. So. Meistens geht es dann darum, ey, wir waren eine Crew, ihr wart und ich wurde verraten und die Freunde haben sich abgewendet. Ihr habt die Perspektive komplett umgedreht und habt den Song darauf geschrieben, aus der Perspektive von jemandem, der verraten hat. Genau. Mhm. Und wie scheiße der sich fühlt. Genau. Wieso hat man so? Ihr habt euch natürlich reinversetzt in einen Freund, der euch verraten hat. Ja, wahrscheinlich. In ein paar Leuten, die verraten haben, so. Mhm. Die haben wir uns reinversetzt. Und das waren auch Gespräche, die man hatte, ne? Okay. Die Leute, wenn die dann angerufen haben oder wenn die dich mal so in der Stadt gesehen haben, so, ey, guck mal. Nicht mal richtig Hallo sagen, sondern direkt anfangen, so guck mal, ey, Sorry. Und da und die. Und ich habe mir nur gedacht, rede weiter, ich brauche mehr Stoff für den Song. So. Ja. Das war's eigentlich. Ja, ich muss sogar sagen, früher als Kind, immer wenn ich Songs gehört habe, wo die Leute genau dieses Thema angeschnitten haben, wie keine Ahnung, Flair oder so, ich habe immer früh gedacht, so, ey, die labern doch scheiße, das kann doch gar nicht sein. So. Und desto älter man wird und dadurch, dass man, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass gerade wenn du Rapper bist, ist das so ein Riesenthema immer. Ja. Es ist immer ein Riesenthema, weil man als Rapper, glaube ich, vielleicht zu viel Emotionen da rein verarbeitet oder keine Ahnung, ist immer ein Riesenthema. Passt bei jedem. Ich glaube ja immer, dass man nur dann verraten wird, wenn man zu hohe Ansprüche hat. Und wenn die nicht erfüllt werden oder wenn man so Erwartungen hat und die werden nicht erfüllt, dann fühlt man sich verraten. Ja? Also, um ehrlich zu sagen, in dem Song geht es um Kollegen, die mit uns Musik gemacht haben, die dann zu Pussys geworden sind. Und es geht auch um ein, zwei Menschen, die echt eine krasse Aktion gebracht haben, die schon andere Leute... Aber so wie du sagst, ist auch schon richtig so. Man hat so Ansprüche und dann wird man halt verraten, weil man die zu hohen Ansprüche hat. Und wenn man zusammen irgendwas aufbauen will oder was macht und man fängt an so zusammen zu sagen, guck mal, wir machen das und wir machen das zusammen und dann das und dann fangen die ersten an so zu schwächeln, so, ja, aber meine Freundin wartet. Der andere sagt, die neue Staffel von so und so hat angefangen. Der andere sagt, ich muss früh nach Hause. Jemand macht so, baut eine Radiosendung auf, zu zweit, genau. Und dann ist der eine so krank. Genau das. Und kommt nicht. Ja. Genau, genau so in der Art. So. Okay. Aber das Wichtige, ich hab's verstanden. Das Schlimme ist an der Sache, das ist ja noch nicht mal schlimm, wenn er jetzt... Verräter-Remix mit Marco Steiger. Das Ding ist, es gibt aber auch viele Leute, die versuchen dann, weil die nicht mehr das machen wollen, was du machst, versuchen es dann zu zerstören. Genau. Das ist das Schlimme dann. Jetzt so nach dem Motto, der Mauli ist nicht nur krank, sondern er versucht jetzt sogar die Sendung zu sabotieren. Telefoniert mit Jan Böhmermann und macht so. Jetzt hier so einen Podcast. Oh, ja. Das ist es wird persönlich. Ja, ja. Aber Mauli? Ja, noch bitte, da? Ey, komm, einen hast du noch, einer geht noch. Okay, letzte Frage zu diesem Song. Könnt ihr den Leuten verzeihen oder ist das, hört man sich das dann an und denkt sich, ja, Mann, laber weiter, man ist egal. Man muss den nicht verzeihen, man muss den, einfach so, jeder geht seinen Weg. Beste, was ich will kann. Den auch gar nicht verzeihen. So. Kein Bock auf das dann so, ey, ja, alles gut, ja, Bruder, und dann... Keine Ahnung, werde ich wieder verraten. So, deswegen, ich will ihn gar nicht verzeihen, wenn ich die Person sehe, gibt es einen Kopfnicker so und das war's. Vom Weiten ein Peace und... Ja. Aber so. Augenbrauen hochziehen halt. Ja, oder Hallo. So, ist schon zu viel. Okay, ja. I know you. Ja, genau. Aha. We ain't found shit! Yeah. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Battle of the Year.
Ja, Battle of the Year, welche Rubrik auch immer. Wir haben Petit Frais am Start hier im Studio. Mauli ist zu Hause, leider krank. Oh. Sagt er. Naja. Und Battle of the Year, scheißegal. Wir machen jetzt irgendwie auch ein bisschen Themen der Woche. Seid ihr drin im Rap-Game, German Rap-Game? Man, interessiert euch das? Ja. Der ganze Zirkus? Okay, ich sag mal so, man kriegt Sachen mit, so, aber jetzt so. Bushido und Arafat, Trennung. Große Trennung. Oh. Ja? Bushido hat jetzt ein Statement rausgehauen. Mauli, hast du mitgekriegt oder warst du ja, da natürlich. Auch schon krank? Video-Statement? Ein Video-Statement? Nee, oder? Nee, Facebook, nur ein Post. Ganz oldschool. Oh. Okay. Okay. Ist das denn jetzt auch gut oder nichts schlecht? Erzählt, als man als die Sachen, die man eh schon wusste, oder? Hat ja das ist richtig, ja. Nicht wirklich die Bombe platzen lassen. Es kam ja einfach völlig zu spät und weiß ich nicht. Naja, also er hat keine schmutzige Wäsche gewaschen. Er hat einfach nur gesagt, dass er jetzt mehrere Monate auf Bali meditiert hat und neue Entscheidungen getroffen hat, so für sich. Auch mal so ein Retreat gemacht hat, gefastet hat, oder? Mauli? Hat er das gesagt? Ja, mehrere Wochen gefastet in der Höhle, kam dann raus und hat dann gesagt, er hat ein paar Lebensentscheidungen überdacht. Nein, natürlich. Okay, das hast du gesagt. Also. Ja, nein, aber er hat gesagt, dass er das über ein paar Sachen nachgedacht hat und jetzt irgendwie neue Entscheidungen gefällt hat und in die Zukunft gucken möchte und dieses Jahr 40 wird. Ja. Okay. 40, da ist mir wieder eingefallen, ich werde 60 bald. Ja. Naja, so geht die Zeit. Ja, siehst aber noch fresh aus, hast du echte Bantu-Gene, auf jeden Fall. Das ist allerdings wahr, ja. Nice. Dann eine Meldung der Woche, das war wirklich die schönste, die ich gelesen habe. Kennt ihr den Joachim Steinhöfel? No. Nein, okay, also ist keine Rap-News gewesen. Der hat sich nur darüber beschwert, dass er einen Osterhasen bei Karstadt gekauft hat und hat auf seinem Kassenzettel entdeckt, dass der Osterhase dort Traditionshase heißt und hat dann einen Rant abgesetzt, der bei den AfD-Wählern wieder auf Widerhall gestoßen ist. Wohl, um keine religiösen Gefühle zu verletzen, gibt es bei Karstadt AG jetzt keine Osterhasen mehr, sondern Traditionshasen. Die Unterwerfung und die Selbstaufgabe schreiten voran. Ich gebe bei Karstadt keinen Cent mehr aus. Also da geht es um dieses Thema, dass man aus Respekt vor dem Islam jetzt ist, nicht mehr Osterhase. Die beste Antwort, die ich gelesen habe im Internet, war: Ich arbeite in der Marketingabteilung von Karstadt und wir haben diese Entscheidung auf direkte Weisung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge getroffen. Richten Sie Ihren Furor, also Ihren Ärger, bitte an diese Stelle. Wir machen nur unsere Arbeit. Das Lustige war, das war natürlich Verarsche, aber das Lustige war, dass halt genug AfD und Pegida-Typen voll drauf abgegangen sind. Ach, Scheiße. Okay. Nice. Das war ganz gut. Hast du mitbekommen, dass es eine Gesprächsrunde gab zwischen Manuelsen und Flair? Ja, das habe ich mitbekommen. Damit bestreitet hiphop.de jetzt das nächste halbe Jahr Web-Traffic, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich. Die haben ja auch, also das ist ja ernst, also ganz wirklich ernsthaft, das ist ja geplant, dass bei der Flair-Tour Roost das Vorprogramm ist. Und dass dann vor jedem Konzert so eine Gesprächsrunde stattfindet und die sich zwei Leute einladen, die sich nicht mögen oder die sich mal nicht mochten und mal beleidigt haben. Okay. Und ja. Langes Konzert dann, oder? Auch einheizen. Ja, aber ist doch gut. Ich meine, dann ist Roos der Friedensfürst und macht da Peace in der deutschen Hip-Hop-Szene. Also wenn die Leute doch miteinander sprechen, sind Manuelsen und Flair im Guten auseinandergegangen? Die sind schon im Guten gestartet, ehrlich gesagt. Ich glaube, sind der Friends. Fakt, dass Flair und Bushido nicht mehr so viel zu tun haben und miteinander und dass Flair sich auch so von Bushido distanziert hat, hat er auch was für getan. Aha. Aber Flair hat da so viel Wertschätzung entgegengebracht bekommen von Manuelsen wie in den letzten 10 Jahren, nicht von Bushido. Also es war, hat mir sehr gefallen, das Format, und man hatte auch so seine Momente, wo man sich dachte, ach man, Flair ist ja schon echt doch, irgendwie muss man die lieb haben. So. Ja, also seit letzter Woche, seitdem du dieses Zitat da vorgelegt hast, ist auf jeden Fall, mein Herz schlägt wieder für ihn. Flair. Nein, ich muss auch sagen, er hat sich ja auch wirklich gegen alle Widerstände durchgesetzt. Das ist ja, muss man auch mal respektieren.
Ist ein Fighter. Bitte? Muss man ihm lassen. Ist er wirklich, auf jeden Fall. Und er war der Erste, der in einem Song die Bantus repräsentiert hat. Und zwar wie? Mit Mortel, sagt er. Chille mit Bantus. Chille mit Bantus. Chille irgendwo mit den Bantus. Irgendwas hat er gesagt. So. Am Corner mit Bantus, irgendwie also sowas. Quasi so der Erste. Ich glaube, das war auch, ja doch, auch durch sein Video sollte so sein. Auch mit Mortel, wo der uns alle aus Nordrhein-Westfalen, die ganzen Afrikaner eingeladen hat. So. War so. Stimmt, da, der hat diese Szene auf jeden Fall auch echt supported. Ja. Ist das eigentlich eine eigene, ist das so ein bisschen eine eigene Szene? Also kennt ihr euch alle untereinander und macht da viel zusammen? Ja, also man kennt sich alle untereinander, aber jetzt zum Beispiel, wir haben schon viel länger Musik gemacht. Ja. Aber die haben auch dann irgendwann angefangen, Musik zu machen, aber so das deutsche Hip-Hop, kann man so vorsichtig sagen, hat sie nicht so ganz reingelassen, so, weil... Ist das wirklich so? Habt ihr das so empfunden, dass man da ausgegrenzt war? Ja, wie kann man das erklären? Also, wenn ich so ins deutsche Hip-Hop gucke, so, dann ist es meistens so, der Redakteur ist schon der Cousin von dem einen Rapper und der eine Rapper, sein kleiner Bruder, arbeitet bei diesem Label. Weißt du, was ich meine? So, der gute Freund macht das klar, dass sein Video da und da reinkommt. Und genau. So. Ja, genau, auch dieser Struggle mit Videos, wenn du Videos machst. Also ich kenne halt so, wir kennen halt Hip-Hop von Frankreich und von England, so, weil wenn du dope bist, bist du dope. Wenn du eine Geschichte zu erzählen hast, dann hast du eine Geschichte zu erzählen. Yeah. So, da ist es egal, ob du grün, gelb, blau oder weiß was bist du. Jetzt nicht, dass ich jetzt sage, so die Szene ist jetzt hardcore rassistisch oder so, das würde ich nicht sagen, aber du musst schon Leute kennen, weißt du, was ich meine? Es ist ein Beziehungs- Ja, genau. Und dadurch, dass die Afrikaner jetzt hier in Deutschland sehr spät angefangen haben zu rappen, ja, müsste man halt die richtigen Leute halt kennen, so. Das ist ja, also ich habe das Wort Bantu zum ersten Mal vor, ich glaube, so 2-3 Jahren gehört. Und ich, also in meiner Wahrnehmung ist seitdem erst richtig auf der Map, dass Leute das representen, so in jedem, das ist in jedem Track, aber dass sie dieses Bantu-Movement representen. Mhm. Jetzt werdet ihr ja wahrscheinlich dadurch eher so als Newcomer wahrgenommen. Beleidigt euch das ein bisschen? Pff, nee, das ist, ob die uns jetzt als Newcomer sehen oder nicht, das ist mir eigentlich relativ Latte Macchiato. Ja, Mann, juckt. Denkt ihr euch nicht manchmal, Alter, ich rap seit 25 Jahren, halt. Wir denken uns das nicht, weil das, wir können ja rappen. Man hört auf jeden Fall nicht, dass Helikopter ein Newcomer ist oder, also im Vergleich zu manch anderen in Deutschland sieht man schon so halt, wer Power hat und wer nicht. Die sollen mir, diese anderen Rapper, die sollen mir nur ein Viertel von dem geben, was die haben. Sollen mir nur 2-3 Produzenten von denen geben und dann werden die sehen, dass wir mit der Hälfte von dem, was die haben, 1 Million mal besser sind. Also ihr greift einfach die Chance, die sich dann jetzt bietet, auch ein bisschen. Also, ja, wir ziehen durch, wir machen das, was wir die ganze Zeit gemacht haben und die ganzen Portale und so weiter nicht supportet haben, machen wir einfach weiter. Mhm. Und mittlerweile wird man da und hier mal supportet. Und wir machen immer weiter, wir werden immer weitermachen. Es gibt keine Pause. Deswegen, mich persönlich, ich werde oft gefragt, so stört dich das nicht? So, du bist jetzt 28, du hast mit 14 schon voll die Sachen gespittet, Videos. Und ich denke mir, ich habe das ja gemacht, weil ich das machen muss für mich. Ja. Ich muss es einfach, ich muss rappen, geht nicht anders. Und ich werde das immer wieder machen. Wenn jetzt ab morgen alle Portale sagen, nee, ey, mit dir wollen wir nichts zu tun haben, ich werde ja trotzdem weitermachen. Mhm. Bis dann wieder ein Umschwung kommt und alle sagen, boah, ihr seid krass, dann mache ich weiter. Und wenn wieder was passiert, dann mache ich trotzdem weiter. Das ist, ab und zu hat man mal so, boah, was geht ab, was soll das und so, aber man muss weitermachen. Wie sage ich das immer? Rap ist für uns wie Masturbieren, egal was ist, auch wenn du die geilste Freundin hast, du wirst immer weiter masturbieren. So ist Rap. So ist Rap. Es ist uns, persönlich uns ist es scheißegal, ob jetzt nur noch Deutsche rappen oder nur noch Südländer oder nur noch Inder rappen. Wir werden trotzdem weiter rappen. So, egal was passiert, so, weil das gehört einfach zu uns. Für mich gäbe es nichts anderes, dass ich morgens aufstehe. Vielleicht gucke ich eine Serie, aber dann muss ich mich mit Rap beschäftigen, weil, wie gesagt, gibt es nichts anderes. Beste Überleitung zum nächsten Track ohne Beat von Penny Dreh. Die
wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Der Gedanke der Woche. Mauli, du hast eine Frage. Ja, und zwar sagt ihr auf, ohne Beat, Musik ist positiver Hass. Und diese Zeile hat mir sehr viel zu denken gegeben, als ich die gehört habe. Und negative ich hätte Liebe. Gern genau. Von euch erklärt. Positiver Hass sage ich immer, weil wenn ich zum Beispiel anfange zu spitten auf einen Tusho-Beat und ich sag ihr, ich web ja dann schon beleidigende Sachen und ich bin cooler als du Wernsohn und ich ficke den und ich bin so krass und bla bla bla, ne? Und das empfinde ich einfach als positiven Hass, weil ich mach, die Musik, die ich mache, wo ich dann so böse Sachen sage, da werde ich von irgendwelchen Kids angesprochen und die finden das geil. Die benutzen das dann als, das ist keine Ahnung, wenn ich bei McFit bin mit Mr. Don, dann sagen die, ja, boah, den und den Song habe ich gehört. Und der hat mich voll motiviert. Und ich motiviere dann irgendwelche Jungs, Leute, einfach mit einem Song, wo ich einfach nur am rumbeleidigen bin. Auf so. Deutsch ist das so, wie wenn du so battles, hardcore battles, so wie Helikopter, hast du ja wirklich irgendwie einen imaginären, habe ich das richtig gesagt, imaginären Gegner, ja. So, den du zermöbelst, du zerfickst ihn, darf ich das sagen? Ja. Du nimmst ihn auseinander, aber es tut dir gerade gut, weißt du, ich meine so, ja. Es tut dir gerade gut, es ist wie beim Fußball, wenn du jemanden Beine gibst, weißt du so, dieser Moment, das sind halt irgendwie Glücksgefühle, wie du gerade siehst, wie geil du deinen imaginären Gegner zermöbelst, so, weißt du so. Und das ist dann so, weißt du, negativ, aber auch gut. Und warum ist es negative Liebe? Negative Liebe, zum Beispiel, weil ich in der Woche 27 Stunden wach bin. Mhm. Aus Liebe zum Spiel. Ich mach das gerne. Ich mach mir gerne, wenn ich merke, ich bin müde, mach ich mir gerne um 3 Uhr morgens einen Wecker, weil ich weiß, ich muss aufstehen, dann fange ich an, irgendwas zu schreiben oder vielleicht schreibe ich nichts, höre einfach nur ein Beat, mir fällt nichts ein. So, das ist jetzt nicht immer gesund. Das ist nicht immer gesund, was ich da mache. Aber das muss sein, weil sonst, keine Ahnung, ich will nicht wissen, was passiert, wenn ich das nicht mache. So, und deswegen ist das cool. Also ist auch so ein Ventil. Ja, auf jeden Fall. Deswegen auch negative Liebe, weil das ist meine Liebe so, das ist das Ding. Aber ne? Das ist manchmal auch zerstörerisch. Genau, so quasi. Ja genau, weil ich bin dann habe ich zum Beispiel einen Termin irgendwo und ich komme da an wie so ein Zombie und bin im Arsch, verkacke meinen Termin, denk mir, scheiße. Aber nach 10 Minuten denke ich mir, boah, Tusho, hast du einen neuen Beat für mich? So, das ist wirklich so. Deswegen positive Hass, negative Liebe. Da könnte man stundenlang drüber reden, aber das waren jetzt so ein paar Beispiele. Beschäftigt euch die Wahrnehmung in den Medien, beschäftigt ihr euch oder nehmt ihr es einfach mit? So, was also, genau meinst du? Also, wie die Medien über euch berichten, ob sie überhaupt über euch berichten. Ärgert euch das oder? Ja, es ist also es eigentlich. Pass auf, eigentlich ist es jetzt gerade eine ziemlich plumpe Überleitung zum nächsten Thema. Mein Kollege und Farid Bang haben nämlich die große pathetische einen Aufruf gestartet, RTL und die Bild-Zeitung zu zerstören. Ach, das habe ich sogar gestern mitbekommen. Ja, hast du mir das gesagt? Ja. Hast du mir das gesagt? Ja. Irgendwie. Nee, heute Morgen beim Fan. Morgen hast du das auch mitgekriegt? Nee, überhaupt nicht. Episches Video, die Banger und die Alpha Front sollen aufstehen mit breiter Anabolika-Brust und dann wird man sehen, wer übrig bleibt. Banger und Alpha Music oder die Bild-Zeitung und RTL. Ja. Also es geht natürlich darum, dass irgendwelche, die Echo-Ethik-Kommission hat gesagt, JBG 3 kann nicht nominiert werden, weil er diese Line da drauf hat, ich bin definierter, so definiert wie Insassen von Auschwitz. Ja. Okay. Und das ist natürlich, ich meine, er hat natürlich recht, das ist natürlich totaler Quatsch, wenn die ihm da jetzt da Antisemitismus unterjubeln wollen, einfach für diese Line, weil es natürlich Rap ist und weil es Battle-Rap ist und er hat ja vollkommen recht. Was ich dabei nicht verstehe ist, dann scheiß doch auf RTL und Bild-Zeitung. Ist doch auch scheißegal, was die schreiben. Ach, und sowieso was kein denken. Mensch. Ja, eben. Ohne Scheiß. Ja. Aber er ruft jetzt seine Anhänger zur epischen Endschlacht auf.
Ich glaube, das ist so ein Bushido-Phänomen. Der hat ja auch, also als er gemerkt hat, dass er so viel Einfluss auf seine Fans hat, hat er dann auch probiert, die ein oder andere Airline kaputt zu machen oder so. Aber hat er so auch, haben die auch wirklich tatsächlich geschafft? Ach was, ja, ja. RTL und Bild haben tatsächlich das Forum geschlossen, weil da innerhalb von einer halben Stunde 10.000 Leute JBG3 gehashtaggt haben. Okay. Nice. Also, Ist natürlich auch eine Menge Power dabei. Ja. Also, thematisch würde ich sogar sagen, gebe ich ihm recht. Und wenn man jetzt auch wieder sieht, diese Woche, Palästinenser wollen im Gazastreifen protestieren. Israel findet schon allein Protestmärsche. Also die israelische Regierung findet allein schon Protestmärsche zur Grenze hin als Provokation. Das ist natürlich auch so. Aha. Ah. Steiger, dich und Kollege an einem Tisch bei Roos, das wär's. Das wär's. Ich hoffe, der Friedensfürst, der bringt uns zusammen. Das gefällt mir. Mal was anderes, was Roos, auch rauskam, war der WDR-Doku über Rap und Antisemitismus. Genau. Steiger, wo hast du da abgesagt? Also ich war so sicher, dass ich das sehen würde. Aber irgendwie. Ehrlich gesagt, soll ich dir was sagen? Die haben mich rausgeschnitten. Krass, wirklich? Die haben mich tatsächlich interviewt, aber die haben mich rausgeschnitten. Ich weiß aber bis heute nicht warum, aber wahrscheinlich war es zu differenziert. Ja? Mhm. Wahrscheinlich war es zu. Was hast du gesagt? War es zu klug. Na, ich habe auf jeden Fall gesagt, dass man dieses Palästina-Israel-Thema mal von Antisemitismus trennen muss. Das, was ich immer sage, ja, es gibt Antisemitismus, es gibt Judenhass, den muss man benennen, den findet man scheiße. Aber wenn man Israel kritisiert und selbst wenn man eine israelische Fahne verbrennt, dann ist es nicht unbedingt Antisemitismus, sondern dann ist es irgendwie so, okay, ich beschwere mich da über diese Politik dieses Landes. Ja. Ich finde, natürlich sollte man zuerst seine eigenen Nationalflaggen verbrennen, bevor man andere Leute Nationalflaggen verbrennt. Aber ich finde, Nationalflaggen verbrennen jetzt nicht das Schlimmste auf dieser Welt. Ja. Hier. So, und das sage ich dann. Solche Sachen habe ich gesagt. Und naja, und dann sitzt dann wahrscheinlich so ein Redakteur da. Und dann, und dann ist er auch noch so sympathisch dabei. Da kommt so klug rüber. Ey, das können wir da überhaupt nicht. Und dann schneidet meine Liebe so ein PA Sports rein, der dann sagt, nein, Antisemitismus gibt's nicht, aber jeder weiß, dass die Juden die Geschäfte kontrollieren. Ach ja. Info. Naja, was sagt ihr dazu? Wollt ihr auch noch kurz auf den heißen Stuhl die Palästina-Frage hier jetzt klären? No. Korrekt von euch. So, XXXTentacion schlägt Leute und ist trotzdem auf der Nummer 1. Der kaputteste Rapper auf Erden. Der ist wirklich... Der andere ist noch ein bisschen... Der mit dem bunten Haaren. Der mit dem bunten Haaren. Der ist jetzt der neue kaputte Spaß, ja. Aber XXXTentacion ist schon krass neben der Spur. Ja. Krass. Krass, krass. Aber der kann rappen, aber er macht nur Scheiße. Hast du mir nicht irgendwann mal einen Song von dir gesagt? Ja, ein geiles Video. So ein Split-Video, aber... Kannst du wegschmeißen, echt. Auf einmal ein Gitarrensong, auf einmal singt er, auf einmal schreit er wieder, auf einmal rappt er normal. Naja. Auf einmal schlägt er seine Freundin, seine Cousine. Nee, irgendwelche Leute im Club hat er anscheinend. Also einfach so irgendein Mädchen, die damals auch 16 so. War, von hinten, plötzlich schlägt er ihr ins Gesicht oder auf den Kopf. Zu viel also Molly. Richtig, richtig bescheuert. Ja. So, und die im Ex ist wegen Steuerhinterziehung im Knast. Das hat mich ehrlich gesagt erinnert an meine Rap.de-Zeit, wo wir jede Woche eine DMX-Story drin hatten. Das war sehr lustig. Er hat seine Hunde verhungern lassen. Dann hat er. Ja, also Steuerhinterziehung war, glaube ich, auch immer, zu viel immer Geld, ein Thema. Zu viel Geld. Ich glaube, der hat nicht mehr viel Geld. Ja, aber der fing ja an. Bestimmt hatte der irgendwann so viel Geld, dass er dann irgendwann. Ab dem Zeitpunkt fing er an zu spinnen. Also ich glaube, der DMX kam ja schon mit einer leichten, mit einem leichten Schaden ins Game rein. Also ich habe mal die Bio von dem gelesen, der ist ja dann eingesperrt worden über Wochen in sein Zimmer und so. Ich glaube, der hat schon richtig einen Hau gehabt. So. Ich kann zu DMX nur sagen, keine Ahnung, ich war 15, 16, habe mich rausgeschlissen von zu Hause, bin auf ein Konzert von DMX gegangen, stand dann da. Der große DMX, dann kam der auf die Bühne und ich dachte, okay, jetzt
fischt er Mütter. Dann hat er wirklich 20 Minuten gebetet, Alter. Er hat 20 Minuten auf der Bühne gebetet. Lord, give me a sign. Und ich hab gedacht, so, ey, meint er das jetzt ernst so? Weißt du, so. Aber wir lachen viel über DMX. Der ist trotzdem Der hat auf jeden Fall Mütter gefischt. Der hat auf jeden Fall. Aber war das trotzdem intensiv, dieses Erlebnis, dass er 20 Minuten betet? Der hat durchgezogen. Dem war das scheißegal. Ab da fing ich an, so zu überlegen, jetzt verstehe ich dieses Rap-Game. Die versuchen alle irgendwie mit irgend anders zu sein, um Geld zu machen. Es muss intensiv gewesen sein, weil er mich angerufen hat und mir erzählt hat, Alter, 20 Minuten lang habe ich mir angehört, Lord, bla bla bla, Lord. Und dann, ich dachte mir, sorry, krass, Bro. Krass, dann steht er da, Jesus, ich seh dich. Und dann der DJ, da fängt er an, fuck the bitches. Und so. Ich so, okay, alles klar, okay. Krasser Team, ja. Ja, schade, dass wir jetzt kein DMX-Song am Start haben. Das würde jetzt wäre jetzt die Überleitung natürlich. Der ist auf jeden Fall krasser als Mauli, wenn er da rumklettert. Ja, in Deutschland kann man es ja machen, weißt du? Auf Amerika-Tour glaube ich auch nicht, dass der da eine halbe Stunde betet, aber in Deutschland. Nee, in Deutschland kommt, ja, die wollen doch was Verrücktes sehen. Ah, das weiß ich nicht. Ey, wir haben den nächsten Song von Petitfrais am Start, Game of Thrones. Was? Achso, GOT, okay. Game of Thrones. Dürfen wir nicht mehr sagen. Mussten wir ändern. Okay, GOT. GOT. Und darin kommt die Zeile vor, dass ihr mit dem Style der Kinder von heute nicht mehr so richtig, die Kids von heute nicht normal, was sie anziehen nicht normal, was sie reden nicht normal. Ihr kommt mit dem neuen Style nicht richtig zurecht, oder? Also, wie hat man das zu verstehen? Das ist echt komisch. Wie gesagt, haben wir viele Freunde, die den Style outgehen, aber wir kommen wirklich von dem alten Style. So. Wir haben Mobb Deep und wir waren richtig kranke Wu-Tang-Fan. Und wir sitzen manchmal da und verstehen immer noch nicht, warum kein Mensch Wu-Tang cool findet. Rest in peace ODB an der Stelle. Ich mag auch Trap und so. Trap ist auch geil. So. Ich von uns beiden bin ich der Einzige, der Trap mag. Wegen der 808 so. Der Halo ist immer so, nein, tu das weg. Oh. Und ich so, ach komm. Dann muss ich anders dann anrufen, ne, überred den mal auf den Trap-Beat zu rappen. So. Aber wir kommen halt wirklich von dieser alten Zeit und dann haben wir das ist so von heute auf morgen ist es passiert so, dass sich Hip-Hop dann komplett so halt ein bisschen geändert hat, so. Natürlich ist es, jeder soll machen, wie der mag, so, weißt du, so. Ich würde auch heute nicht mehr mit 5x XL T-Shirts rumrennen, wie mit 14, so. Aber halt so dieses Ganze, was da so dazugekommen ist, das war für uns halt... Ja, wir haben den großen Vorteil, wir haben jemanden in der Leitung, den Herrn Mauli, der kennt den Wu-Tang Clan noch nicht mal mehr. Wir können den mal direkt fragen, warum kennst du den Wu-Tang Clan nicht, Mauli? Erzähl mal, Dirty Mauli. Ich kenne den doch, das sind die bei H&M Shirts verkaufen, oder? Das ist, glaube ich, so eine Kollektion von H&M. Geh mal weg. Weg mit H&M. Ja. Ey, mal was anderes. Wie seht ihr diese Entwicklung? Also in den letzten Jahren gab es ja kaum was mehr in den Clubs gespielt wurde als Afro-Trap. Wie sieht die Afro-Trap-Entwicklung? Also die Afro-Trap-Entwicklung, da muss ich ehrlich sagen, ist krass. Weil Afro-Trap, wie gesagt, Afro-Trap ist halt das, was wir halt kennen seit 100 Jahren. Ja. So. Das ist so wie Kuduro. Weißt du Kuduro? Kennst du Kuduro? Der andere Song, den ich gezeigt habe, nicht Bonga, das andere, das ist so ein angolanische Jugendlich, für die Jugendlichen. Wir haben den, glaube ich, noch, wir spielen den nachher. Genau, das ist, und Afro-Trap war auch so diese Art, das kennen wir halt. Mhm. Und dass es dann hier eingeschlagen ist so, und dann so scheiße umgesetzt wird. Und so nervig und immer wieder fast der gleiche Rhythmus, die gleiche Hook. Die Hooks sind auch gleich und das ist schade. Das ist echt schade. Weil die Leute sich auch nicht damit, cool. Die identifizieren sich ja auch nicht damit. Die wissen gar nicht, wo kommt das her. Die haben einfach nur irgendwelche DJs, fingen an, sich die BPM von dem Beats rauszukramen, haben es hinterher gemacht und die Leute haben da komische Musik gemacht, aber... Die wissen, glaube ich, nicht, woher das wirklich kommt, für was das gut ist.
ist halt eine Katastrophe. Eigentlich wäre es ja auch jetzt die Chance, dass er dass wirklich auch mal afrikanische Künstlerinnen und Künstler in Europa größer werden, oder? Ja, aber das ist das Problem. Ne? Die afrikanischen Künstler werden auch größer hier, wie Wizkids und so weiter. Die werden halt sehr gespielt und das ist auch gut, dass viele Afrikaner jetzt wirklich auch das zum Beispiel hören und sich damit identifizieren können, weil es kommt wirklich nach Europa. Viele treten auch hier auf, in Deutschland zum Beispiel. Aber das funktioniert nur nicht bei Afrikanern aus Deutschland, die diese Musik machen. Da funktioniert das noch nicht. Aber Afrikaner aus überall, die hier hinkommen und Konzerte haben, dann klappt das. Und bei den Deutschen, die diese Musikrichtung sich geschnappt haben und da Songs machen in dem Style, da klappt das ja auch. Ja. Aber bei der afrikanischen Diaspora, die das macht, da klappt es nicht. Nein. Genau. Beziehungsweise es wird nicht angenommen. Es gibt manche, die es machen, aber es wird halt nicht angenommen. Und bei Afro-Trap habe ich schon im deutschen Hip-Hop jetzt schon gehört, dass sogar Leute den Namen ändern in Albo-Trap oder Arab-Trap. Da habe ich schon vieles gehört und dann... Das ist halt, ich denke mal, das ist das Problem in Deutschland, was die Musik angeht, dass viele Menschen sich gar nicht damit wirklich identifizieren. Wo kommt das her? Wie wird das gemacht? Und ist traurig auf jeden Fall. Aber Afro-Trap ist halt cool. Zum Hören im Club. Ich mache mich an ein Mädchen ran, so nice, beste, was es gibt, so. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass dann die Rapper alle irgendwie harte Rapper, die eine Woche vorher noch Mütter gefickt haben und dann auf einmal Afro-Trap machen. Das ist so... Ja, es gibt ja die ganz Schlauen, die auf Afro-Trap Mütter ficken. Ja. Wir hören jetzt mal das Original aus Oshlambash. Oshlambash. Das ist aber Kuduro. Okay. Wie gesagt, ist auch eine Volksrichtung so von der Musik. Oshlambash, provo e gosto. Porvo e gosto. Porvo. Provo hat probiert. Provo? Und sie hat es. Also sie hat ungeschmeckt. Genau, es hat ihr gefallen. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Ich weiß, was du letzte Woche getan hast. Ja, ich weiß nicht, was ihr letzte Woche getan habt, deshalb frage ich nach. Was habt ihr letzte Woche gemacht? Letzte Woche? Recorded. Aufgenommen. Aber das macht ihr sowieso die ganze Zeit, oder? Ja. Die ganze Zeit. Hä? Ja. Ihr seid wirklich die ganze Zeit im Studio. Habt ihr noch so Gelderwerbsjobs? Hatten wir. Bis vor kurzem irgendwann. Wie gesagt, ich habe 100 Jahre bei Kicks gearbeitet. Und dann, wo die Gelegenheit kam zu gehen, war ich wegen der Musik? Ja, auf jeden Fall. Mehr Zeit für die Mucke, Beste. Ja? Ich muss sogar ehrlich sagen, da waren wir in Berlin. Da waren wir in Berlin. Ich hatte sowieso schon vor, nicht mehr arbeiten zu gehen, nur noch Musik zu machen. Und dann haben wir mit Marvin gechillt und der Marvin sagte zu uns, ey Jungs, was geht denn eigentlich bei euch? Weil wir immer wenn wir in Berlin sind, die ganzen Leute besuchen, wie Michael Jackson und so, die sagen immer, wie, warum geht ihr schon? Und wir sagen den Leuten immer so, wir müssen arbeiten Montag. Und die Menschen in Berlin, alle in Berlin, die wir kennen, kommen gar nicht auf uns klar. Weil die denken so, hä? Was geht denn bei euch? Ihr seid doch voll Musiker. Warum geht ihr dann 24 Stunden arbeiten? So? Yeah. Das macht doch gar keinen Sinn. Und dann müssen wir denen immer erklären, bei uns da drüben in Nordrhein-Westfalen ist das ganz normal. So, weil in Berlin sind... Alle Künstler sind so, ich mach meine Musik, juckt. Und dann hat der Marvin Gemi das so gesagt, so, ja, ihr macht roughen Zeug, so, aber ihr müsst mehr Zeit in die Musik investieren. Scheiß doch auf Job und so. Ne? Ob ich das jetzt so sagen darf, so. Und zufällig kam es dazu. Und der war mein Filialleiter auf der Arbeit, ja. Und dann kam diese Gelegenheit, ne, Zalando hat Kicks gekauft. Oder Zalando war das? Ja. Zalando hat Kicks gekauft. Und dann alle rausgeschmissen? Inventur lief nicht gut und dann haben die gefragt, so, hey, wer will gehen, wer will nicht gehen? Und ich habe sofort gehoben, so. Solange ich kein Problem mit dem Arbeitsamt habe, so, Beste. Gab es Abfindung? Ja, dicke. Da gab's, das war das Beste. Direkt. Petit Frais-Brust gekauft, neue Laptop, alles. Beste auf jeden Fall. Abmischen, dies, das. Also ich kann nur wirklich sagen, für jemanden, der mit Liebe das macht, was er macht, der sollte lieber
seine Zeit in seine Kreativität investieren und versuchen, damit was zu machen, als sich großartig in der Schule irgendwie zu quälen. Mit wem war ich gestern, wo wir gesehen haben? In Finnland, ne? Zum Beispiel. In Finnland, zahlt der Staat den Kindern Geld in Sportart oder so, weißt du so? Oder ich sehe auch viel im Fernsehen, so dass man jetzt im Internet, dass die das auch so sagen, dass die Kiddies alle immer nur mit Zeug bombardiert werden, so, und du kannst... Na gut, also ich habe 13- und 15-jährige Homies, an dieser Stelle möchte ich dann doch nochmal sagen, ja, doch, Schule gehen ist doch auch sehr wichtig. Könntest du das bitte wiederholen? Nein, Schule gehen ist ja auch sehr wichtig. Nein, pass auf. Sehr wichtig. Ich sage nicht, dass die Leute nicht zur Schule gehen sollen. Ja. Aber wenn Arbeit sie, brauchen sie nicht danach. Nein, ja, das finde ich auch. Ich meine so, wenn jemand supergeil malen kann, supergeil rappen kann, supergeil Fußball spielen kann, ja. So, zum Beispiel, ich habe auch damals sehr viel Fußball gespielt und ich war dann auch so in Ausbildung machen oder Fußball weiterspielen, weißt du so. Mhm. Und heute würde ich sagen, Anderson auch zum Beispiel mit Baseball, heute würde ich sagen, ich hätte lieber Fußball durchgezogen und anstatt jetzt nach der Schule noch irgendwie... Ja, wie siehst du das? Ich sehe das genauso. Ich sehe das genauso, weil ich habe irgendwann das Gefühl gehabt, dass die Schule nicht das unterstützt hat, wo ich hin wollte oder was, wo ich gerne gedacht hätte, ich habe damals von Schauspielerei geredet, von Musik, von Songwriting und so weiter. Das war denen ja egal. Ja. Die haben einfach nur gesagt, so gesehen haben die gesagt, halt Small, mach was wir wollen, schreib eine 1, geh nach Hause. Aber nicht so, ja, komm. Also die haben mich nicht gepackt und gesagt, ja, weißt du was, du musst disziplinierter sein. Bei deiner Motivation gepackt die dann gefördert. Sowas wie, wenn ich mit Cousin von mir rede oder meinen Neffen. Mhm. Ich gehe auch nicht hin und sage einfach nur, mach Schule und geh dann weg. Ich sage denen, ey, pass auf in der Schule, gib gute Noten ab und so weiter. Und ey, wie sieht's aus? Du wolltest doch... letzte Woche noch Fußball spielen. Und? Ja. Hast du schon geguckt? Es gibt da und da eine Mannschaft. So halt irgendwie pushen. Ich finde aber auch Fußballspieler und Schauspieler mit einer guten Allgemeinbildung, die auch ein bisschen was von der Welt verstehen, finde ich trotzdem auch sehr sympathisch. Ja, nee, aber es geht auch wirklich, es geht wirklich um dieses Pushen einfach nur. Ja. Es muss jetzt nicht Schauspielerei und Fußball, es kann auch egal was sein. Ja gut, klar, es ist natürlich ein Selbstzweck und... du bist das beste Beispiel. Also seit ich deinen Namen kenne, seit ich dich gesehen habe, du machst Geld mit dem, was du liebst. Ja, mit der Industriekletterei bei minus 8 Grad, ja, das stimmt. Ja, aber okay, aber ich meine hier Hip-Hop, du warst immer, was alles, sobald es um Berlin ging... Da habe ich sehr viele Schulden gemacht, muss ich sagen, damit. Ja, aber... Hip-Hop owes me money. Ja, aber es war nur eine gute Zeit. Ja, du hast alle kennengelernt. Es ist die beste Zeit meines Lebens. Ich lerne euch kennen, das gehört immer noch dazu. Das ist, was ich meine. Ja, Dankeschön. Ich sage, es sei denn, wenn jemand jetzt einen Traumjob hat, Bruder, bleib bei deinem Traumjob, mach dein Ding. So, aber es gibt halt irgendwelche Leute, die arbeiten in irgendeinem Lager oder die wissen, ey, mein Konzern macht sowieso bald zu und dann... Was bringt es dir, wenn du in 8 Jahren 5 Jobs gewechselt hast? So, weißt du so? Und hast dafür was Arbeit du kannst. Die Arbeit bringt nur dem Chef was, ja. Das hat Mauli schon sehr früh verstanden und deshalb arbeitet er auch so gut wie nie. Deswegen überlege ich mir morgens, okay, muss ich heute wirklich aus dem Bett aufstehen, um Geld zu verdienen? Wie gesagt, Bildung ist wichtig, aber... Ich würde jedem empfehlen, wenn du ein geiler Schreiner bist, dann mach dich selbstständig, anstatt für irgendwelchen zu arbeiten. Wenn du ein geiler Rapper bist, dann versuch damit irgendwie Geld zu bekommen. Mit dem, wo du motiviert bist, bevor du Depressionen bekommst. Es gibt auch einfach viel zu viele Leute, die, keine Ahnung, irgendeinen Abschluss haben und dann da stehen. Genau. Und nicht wissen, wohin. Die wissen einfach nicht, wohin. Natürlich gibt es die Leute, die schon voll strukturiert geplant, weil die Mutter und der Vater das so wollten und die Lehrer immer gesagt haben, ey, du bist der beste Bürokaufmann oder so. Aber es gibt viele, die einfach da stehen und nichts haben, nichts machen können. Und ja, und dann fangen die an, irgendwie irgendwelche Kassenjobs zu machen. Das ist auch nicht so cool, glaube ich. Ja. Wiederum muss man sagen, es gibt halt Leute, so wie ich, Großhandelskaufmann, ja, jetzt such mal einen Job für mich. Glaub mir.
Bei Schwenker. Die werden mich niemals Schwenker-Logistik. Nehmen. Nach meiner Ausbildung hat mich kein Mensch genommen. So. Amazon ja. im Verteilzentrum. Ja. Kein Picker kein, und Packer. Oh, kannst du werden. So, das, ja, das kann ich werden. Das ist das, was ich meine. Und das ist genau das was ich meine. Da habe ich jetzt einen guten Abschluss gehabt, so, weißt du so, aber im Endeffekt bin ich nur Packer und Picker, Handelsfachpacker irgendwie geworden. Da nehmen die dich locker, aber jetzt so habe ich nie bekommen. Warum? Ja. Bis ich mitbekommen habe, dass man lieber Bewerbungen schreiben sollte ohne Bild. Ohne Bild. Ja. Das sowieso. Kommt besser mit oh, sorry, habe ich dann doch einen deutschen Namen genommen. Ja, nee, das war das Gute. Das Gute bei mir war ja auch dieses Daniel da Silva in meinem Namen. Das hat irgendwie was gebracht. Oh, das klingt nach brasilianischem Portugiesisch. Ja, oder Flugzeugpilot. Ja, so, bis ich dann stand ich da an der Bewerbung, hallo? Vorstellungsgespräch. Wir haben Herrn da Silva erwartet. Ja, das war. Dann und dann kommt ein Tuscho rein. Genau. Dann stehst du da im Bewerbungsgespräch, dann gucken die dich schon blöd an. So. Sprechen sie Deutsch? Genau, auf die Frage habe ich gar keinen Bock. Und dann die erste Frage war dann immer so, Musik ist ihr Hobby? Wie meinen sie das? Also so. Das Krasse ist sogar, was ich krass finde, ist, wenn jetzt mal so bei so einem Bewerbungsgespräch, die fangen dann an zu reden, die stellen dann die Firma vor, fangen an zu reden, 2-3 Minuten und dann sagen die, oh, haben sie überhaupt was verstanden? Und ich denke mir, krass, ich schnicke die ganze Zeit, ich sag, aha, okay, ah ja, gut, interessant, ich mache noch auf übertrieben so Dings, auf Interesse und die fragen mich irgendwann mal, haben sie das verstanden? Kommen Sie mit? Ich bin hier aufgewachsen, was ist vor mir? So? Da steht auch noch so in der Bewerbung, in Deutschland geboren, ja. Denen ist das scheißegal. Einfach 3 Leute gucken mich an, als wäre ich ein Affe und sagen dann, haben Sie es verstanden? Ganz ernster Blick, ja, habe ich verstanden. Ja. Ich bin auch schon oft, wenn ich das gehört habe, ich mir gedacht, ey, wisst ihr was, schickt euch, ich bin einfach rausgegangen. Weil das kommt manchmal richtig asozial und manchmal lustig. Ja. Na, die beste Antwort auf Sie sprechen aber gut Deutsch. Ja, Sie auch. Ja, das sagen wir immer. Das sagen wir immer. Ja, Sie auch. Okay, vollkommen ohne Überleitung. GOT. Ja. Die wundersame Red Booker. Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger. So, mit halber Stunde Verspätung in die zweite Stunde gestartet. Mauli, du hast Lila von Unique mitgebracht. Ja, ist richtig. Die Single kam, glaube ich, gestern raus, hat auch einen Afro-Trap-Rhythm, würde ich sagen. Und ich dachte, die Jungs von Pinfrey freuen sich auch, weil die, glaube ich, auch ganz gut connected sind. Ja, aber das ist ein Mädchen, da geht es, meiner Meinung nach. Aber ach, die dürfen es. Nein, aber das meinte ich. Ich kenne manche Rapper, die eine Woche vorher, wie gesagt, Menschen ermordet haben in ihrer Musik. Und eine Woche später machen die dann auf einmal einen Afro-Trap und sagen, komm schon Leute, tanz. Und dann denke ich manchmal so, die Unglaubwürdigkeit. Aha. Das ist das Problem, das ich sowieso habe in Deutschrap. Weißt du? Mit der Glaubwürdigkeit? Genau, so zu viele Menschen ändern sich zu krass, so 360 Grad Drehung. Weißt du, aber Unique hat das doch durchgezogen. Die das meine ich ja. Unique ist ein Mädchen. Unique ermordet auch keine Menschen in ihrem Rap. So, weißt du, das ist ein Mädchen. Wenn die einen Afro-Trap-Song macht, so, ja. Die kann auch gut singen, die hat eine geile Stimme, die kann auch krass rappen, so. Es kommt dann auch ich das noch authentisch. Es kommt authentisch. Ja. Weil die bewegt sich auch noch wahrscheinlich zu dem Video, wenn es davon schon ein Video gibt und so, aber bei den anderen da, wenn die dann ihr Afro-Trap machen und dann sich bewegen wie ein Stock, weißt du, so, das ist dann... Augsburger Puppenkiste. Ja, so, das ist dann so zu stimmt, so Melaninlosigkeit. Kein Melanin. Deshalb, du glaubst also, weiße Menschen können nicht tanzen, ja? Das habe ich nicht gesagt. Hab ich jetzt aber so rausgehört. Nein, weiße Menschen haben auch Melanin. Ja. Das darfst du nicht vergessen. Okay, weiße Menschen bewegen sehr, sehr gerne den Oberkörper und machen dann so eine Schnute, so eine sexy Schnute. Kennt ihr? Natürlich. Ich kann dir 30 andere Europäer zeigen, ich kenne die tanzen besser als ich nicht in 50 Jahren. So ist das, aber die tun nur so. So, Unique und Lila. Willst du noch was sagen, Maudi?
Nee, offiziell approved von Pitti Fred, das reicht, glaube ich, aus für diese Sendung. Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Mit Mauli und Steiger. Zitate raten. Zitate raten. Ja, wir sind schon mittendrin. Steiger, Mauli, hast du dich angesteckt? Nein. Ich wusste jetzt auch, da, einfach nur, um nächste Woche vorzubereiten, dass ich dann nächste Woche nicht kommen muss und dann sagen kann, ah, ich bin so krank. Ich habe die ganze Nacht im Fiebertraum verbracht. Hey, ganz schlimm. Und dann darfst du alles alleine machen. Ja? Okay. Und ich habe auch Leute eingeladen und dann bist du mit ihnen alleine. Dann guck mal, wie er zurechtkommt. Dann guck mal, wie du hier an diesem Schaltpult zurechtkommst. Ohne mich. Ja. Aber die Jungs sind doch, also da hättest du härtere Gäste haben können. Die Jungs ist doch Killer, oder nicht? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hättest du jetzt mit Bushido allein gesessen oder sowas. Boah. Das wäre wirklich sehr, sehr anstrengend geworden, auf jeden Fall. Wegen der alten Zeit oder weil er generell anstrengend? Nein, ich habe so oft mit Bushido gesprochen, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich denn fragen soll. Was soll man denn jetzt fragen? Und dann sagt er, ja, über die aktuellen Verhältnisse möchte ich nicht sprechen. Und dann? Und dann sagst du, naja, aber das würde alle interessieren. Das war die wundersame Rap-Woche. Das war die wundersame Rap-Woche. Kürzeste Sehr Sendung. Interessant, wir spielen jetzt noch ein paar Songs. Ja, Zitate raten. Komm, Bruder, fang an. Ja, ich fang mal an, du hast ja viel weniger. Ich hab viel weniger, warum, ich hab nur zwei. Warum heißt das eigentlich Schamlippen? Warum können sie nicht Stolzlippen heißen? Sagt ihr das? Suki. Lady Bitch Ray, Nura von Sixten oder Andrea Nahles? Wer das sagt, Lady Bitch Ray. Lady Bitch Ray. Ah, würde ich auch sagen. Ja. Obwohl. Es war Nura. Nura ist auch eine. Ja, Nura. Ja. Es war Nura. Ah, das Nura ist auch eine. Warum heißt das nicht Schamlippen? Okay, doch, kann sein. Ja, ja. Ach, passt. Ja, klar. Du hast dir jetzt ihre Stimme vorgestellt. Stolzlippen. Ja, warum Stolzlippen? Du Hurensohn. Du Hurentochter. Ja, so. Krass. Ich habe eine Menge Zeit damit verbracht, Menschen und Gespräche zu vermeiden. Jetzt fühle ich mich wie eine kleine Eule. Hat das gesagt. Tyler, the Creator, der aussieht wie eine kleine Eule. Donald Trump, der gerne aussehen würde wie eine kleine Eule. Oder Casper, der sich eine kleine Eule auf den Unterarm hat tätowieren lassen. Casper bestimmt. Das war der Casper. Hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Casper. Ich habe eine Menge Zeit verbracht. Casper auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es war Tyler, the Creator. Nah, shit. Okay. Auf Twitter. Okay. Also insofern habe ich keine Stimmlage. Ja, möchte ich jetzt nicht haben. Schon vor Jahren wusste ich, dass Boat und die Jungs rasieren werden. Bushido. Danke für den Support. Bushido. Ja, weißt du. Aber warum danke für den Support? Ja, warum danke für den Support? Ich glaube, das war so ein bisschen Vorflor werden, als er überlegt hat, wo jetzt noch ein Fuß in der Tür ist. Und dann dachte ich, ach, einfach die sind doch gerade am Start. Ja. Die habe ich doch damals hochgebracht. Oh. Ja, war das so? Nein, der hat immer Support, glaube ich, ne? Einfach mal so. Ja, gesagt, der hat cool. Der hat also. Ab dem Zeitpunkt, wo Bushido immer in Interviews gesagt hat, ja, also Bones und Jesus finde ich super, die sind, also die haben es drauf. Ja. Ab dem Zeitpunkt ging es schon nach oben bei denen. Ja, sonst nicht. Ja, okay, stimmt. Und er hat sich selber bedankt oder er hat so quasi aufgefordert, dass die sich für den Support bedanken sollen oder was? Nee, er hat gesagt, danke für den Support. Und ich denke mal, es geht eher als Zukunfts. Oder haben die ihn jetzt supportet in letzter Zeit und er sagt danke? Die haben bestimmt einen miesen Song aufgenommen jetzt. Und der hat gesagt, ja, danke für den Support, weil ein Song mit denen bringt ihn was. Ich glaube, der denkt sich, okay, wäre doch ganz geil, wenn die mich supporten. Ich kann mich ja schon mal jetzt bedanken, dann ist doch alles klar. Ja. Okay. Ja, gut. Okay, der war zu einfach, den habt ihr alle gelesen. Das, oh ja, ist okay. Genau. Amazon war schon immer bedenklich. Im Gegensatz zu anderen zahlen sie wenig bis gar keine Steuern an den Staat und die Gemeinden. Sie benutzen unsere Post als Lieferjungs und verdrängen Tausende von Einzelhändlern aus dem Business. Hat das gesagt. Marco Steiger in einem Aufruf zur Demo gegen den Amazon-Chef Jeff Bezos, der am 24.04. nach Berlin kommt und gegen den man Steine werfen muss. Nein, literarische Steine werfen muss. Oder hat es gesagt, Donald Trump auf Twitter oder Rubin Ritter, Chef von Zalando, wo wir doch beim Thema sind. Also wäre schon eine harte Ironie, wenn es der Zalando-Typ gesagt hätte. Donald Trump sagt Mr. Don. Steiger. Ha? Hast du es gelesen? Es war Donald Trump? Fast so nicht. Donald Trump und Deutschland? Ja, ich habe es übersetzt.
Ach so, Amazon. Der hat doch auch gerade Tyler, the Creator, Bruder. Ja, es war Donald Trump. Ja. Ja. Zitat von Donald Duck. Schnell, liest du Zeitung oder was? Was ist mit dir? Ah ja, der fährt viel. Einfach mal Spiegel Online zwischendurch, den Podcast von Spiegel Online. Also wenn ich im Internet irgendwas gucke, dann ist es Netflix. Oder ich sitze vor der NPC. Also, dachte jetzt so. Literatur. Real Amateure. Mauli, du. Wenn ihr euch am Rücken kratzt und es daraufhin am Fuß kribbelt, dann wisst ihr, ich habe wieder einen 16er geschrieben, der Deutschland ficken wird. Was nochmal? Nein, du warst gerade richtig schlecht zu verstehen. Sag nochmal das ganze Zitat, okay, bitte. Hör zu. Ja. Pass auf. Wenn ihr euch am Rücken kratzt und es daraufhin am Fuß kribbelt, dann wisst ihr, ich habe wieder einen 16er geschrieben, der Deutschland ficken wird. Sagt ihr das? Lars Unlimited über sein neues Collabo-Album mit Ali Boumaier? Julio von Sixten, die ihre Parts aber mit einer Voodoo-Puppe in der Hand schreibt? Oder Mauli, der endlich wieder rappt? Das war Mauli. Ja, Mauli. Dirty Maulwurf. Ich glaube, es war Lars Unlimited, weil so funky Punchlines macht nur einer. Ja, da habt ihr beide nicht recht, es ist Julio von Sixten gewesen. Was? Ja, natürlich. Lars Unlimited schreibt doch keine 16er, er schreibt doch 64er. Ah, okay. Verstehe. Andere Kategorie. Okay. Ist der Berliner überhaupt? Lars? Ich dachte nicht Lars, ich dachte, du meinst diese DVC, EP. Egal. DCV? DCV, ja. DNS. Ist der aus Berliner? Nein, der war aus Saarbrücken. Der war aus Saarbrücken. Sasa Brooklyn. Ja. That's right. Okay, Steiger, eins habe ich noch. Willst du den noch verballern? Ja, mach. Ganz kurzer zum Abschluss. Ich rieche wieder Pussys, die nur durch die Blume dissen. Ah, warte mal. Das habe ich. Hab ich auch gelesen. Warte mal, wer hat's gesagt? Ich rieche wieder Flair. Ja. Korrekt. Ja. Ja. Da hab das. Ja. Ja, du warst auch auf Twitter. Bist du wieder auf Twitter unterwegs, oder was? Ja, ab und zu. Ab und zu. Ja, nur wenn ich Zitate suche. Kompliziert. So, wir hören Bonga, den Titel darfst du ansagen. Boah. Mach mal. Monakin di Shika. Das ist Kimbundu sogar. Das ist die urangolanische Sprache. Mm. Geiler Song. Ey, ich habe nur ein bisschen Bonga, ehemaliger Leichtathlet, 400-Meter-Läufer. Ist 72, ist er dann Musiker geworden, durfte nicht reisen, hat tatsächlich Einreiseverbot in Angola gehabt. Die portugiesische Regierung hat sogar ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Er ist dann zwischen Belgien, Deutschland und den Niederlanden irgendwie hin und her gereist und 75 dann nach der Unabhängigkeit wieder nach Angola eingereist. Und sein Neffe wohnt hier in Berlin. Wirklich? Ja, hat bei uns früh gewohnt, ist DJ. DJ Pendinho, Grüße gehen raus, der wohnt hier irgendwo in Berlin. Großartiger Song. Die wundersame Red Booker. Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger. Brief an uns. Mauli, du bist diese Woche mit dem Brief dran gewesen. Wahrscheinlich hast du es wegen Krankheit nicht geschafft. Ist es so? Nein, ich habe einfach gesehen, okay, jetzt bin ich ja ganz dumpf. Ich habe einfach gesehen, dass die Songs von Petit Frère alle 5 Minuten sind. Da dachte ich mir, das schaffen wir doch eh nicht, diese Kategorie durchzumachen. Da dachte ich mir, spielen wir lieber ein bisschen Musik, reden über Musik, nicht immer so nervigen Literaturkram. So kam es. So, ich habe noch mal eine Antwort bekommen von Peter Krämer, die ich jetzt da auch vorlesen würde in dieser Rubrik, weil wir uns ja wirklich... weil wir uns einfach auch mit unseren Hörern auseinandersetzen. Es ging um die Frage... Nur für euch zur Erklärung, weil ihr ja nicht regelmäßig diese Sendung hören könnt wahrscheinlich. Ja. Es ging um die Frage, gibt es irgendwelche Thinktanks, die die Medien steuern? Oh Gott, ist das eine lange Antwort. Aber ich lese einfach jetzt mal vor, ja? Wir haben ja Zeit. Danke für deine ausführliche Antwort. Dazu, Steiger. Mein erster Impuls war auch, dir da möglichst schnell und direkt zuzustimmen zu wollen. Ich habe halt gesagt... Ey, es gibt halt solche Sachen wie Münchner Sicherheitskonferenz, ja, da treffen sich Leute wie Außenminister, Verteidigungsminister und Leute von der Rüstungslobby und am Schluss kommt dann irgendwie sowas raus, was bei Frau von der Leyen aus dem Mund kommt. Können Sie mir folgen?
Verstehen Sie das? Also, zur Beste, Politik. Nein, weil du hast mich gerade so angeguckt, wie Mauli mich immer anguckt. Weißt du, dem sinken dann immer so die Augen zu und der nickt dann nur noch so. Und dann denke ich mir immer, okay, ja, hört der junge Mensch überhaupt noch zu? Das war so jetzt gerade so, okay, was ist das jetzt für ein Thema? Ja, wir sind eine politische Sendung. Okay. Hat dir keiner gesagt, hat Mauli nicht gesagt. Oder Mauli hat gesagt, ihr kommt in eine Musiksendung. Ja, ja. Ja, ja. Das sagt er immer. Ja? Das ist so sein Trick. Ja, probier doch mal andersrum, Leute zu fischen für die Sendung. Probier doch mal zu sagen, ja, geil. Hey, das ist ein politisches Format. Der Rüstungsindustrie wird geredet. Aber auf dem Weg hin habe ich irgendwie im Internet gesehen, irgend so ein kleiner, jüngerer, 25-jähriger Politiker hat so ein AfD- Kollegen da auseinandergenommen, irgendwie hat den fertig gemacht. Hat den gehauen? Nein. Ah, mit schade. Worden hat den. Okay, mein erster Impuls war auch, dir da möglichst schnell und direkt zuzustimmen und meinen anfänglichen Einwand damit ausreichend ausgeräumt. Ey, Mann, der ist so kompliziert, der Peter Krämer. Allerdings spüre ich innerlich doch deutlichen Widerspruch, den ich dir gerne noch einmal kurz erläutern würde. Mein Widerspruch setzt direkt nach dem Punkt an, an dem du angibst, dass du zur Durchsetzung bestimmter gesellschaftlicher Entwicklung machtpolitisch deutlich nachgeholfen werden muss. Natürlich muss da nachgeholfen werden, aber egal. Das sehe ich genauso wie du. Diese politische Entwicklung lassen sich ja halbwegs treffend unter dem Sammelbegriff einer zunehmend neoliberalen Politik subsumieren. Wir haben sehr intellektuelle Hörer. Oh ja. Okay. Reagan, Thatcher, Blair und Schröder haben da mit einer Macht und Aggressivität Maßnahmen durchgesetzt. Es geht so um Hartz IV, Arbeitslosengeld II und so. Hey, unser Thema. Die im Großteil der Bevölkerung vollkommen zu Recht als Zumutung und Angriff bzw. radikalen Rückbau sozialer Errungenschaften aufgefasst hat. Ja, bla bla bla, Montagsdemonstrationen, ich lese das jetzt nicht alles vor, das ist wahnsinnig lang, ich lese einfach nur noch vor, ey, das ist wirklich ewig lang. Finde ich cool, dass du das in der Sendung noch einmal thematisiert hast, auch wenn meine Nachricht mit kurzer Pause bei den Kommas vielleicht etwas weniger verschwurbelt geklungen hätte. Mit zumindest ganz minimaler Chance, einen halbwegs verständlichen Sinn zu ergeben. In jedem Fall aber danke für den Austausch und sorry für eine deutlich zu lang geratene Zweitnachricht. Gruß Peter. Vielen herzlichen Dank an Peter an dieser Stelle. Und wir werden den Dialog mit den Hörern und Hörerinnen fortsetzen. Grüße gehen raus an Peter. Hier. Nicht wahr, Mauli? Ja, solange du denen antwortest, ist alles gut. Solange ich nicht Peter schreiben muss, wer da. Weißt du, und weil du jetzt wieder mal keinen Brief geschickt hast, spiele ich jetzt einen Schluck von Vega. Hervorragender Aufzählrap und ich weiß, du ärgerst dich darüber und deshalb spiele ich diesen Vega Song. Der Rapper? Ja. Okay. Ja, der Song ist großartig. Also Aufzählrap ist immer gut. Okay. Ja? Er zählt auf, für wen er einen Schluck gibt. Okay. Die wundersame Red Booker. Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger. Kannst du Steiger fragen? Ja. Habt ihr euch auf der Herfahrt überlegt, was ihr mich fragen könntet? Wirklich? Also wir haben eher gedacht, dass du uns ficken willst. Wie literarisch meinst du jetzt? Oder ja, also ich kenne Steiger. Ist schon nicht so laut, da ist ein Ascherposter. Ich kenne Steiger. Nein, also ich kenne Steiger halt immer nur so, dass der sich mit Rappern anlegt. Das ist immer das, was ich kenne. Das ist ein grundsätzliches Missverständnis, wirklich ganz ernsthaft, weil. Meine Begründung ist einfach immer so, ich nehme die Leute ernst und dann höre ich mir ihre Sachen an und dann frage ich sie natürlich auch, was sie damit meinen und ob sie das auch meinen, wie sie sagen und so weiter und so fort. Dann kommt es manchmal zu Missverständnissen, weil zwischen Real Life und dem künstlerischen Ausdruck ist manchmal eine Kluft, die dann offensichtlich wird, wenn man die Leute darauf anspricht. Und dann reagieren sie so ein bisschen verärgert darüber, als hätte man etwas Böses gewollt. Aber in Wirklichkeit will man ja nichts Böses. Man will ja einfach nur sagen, so sag mal, du sagst, du bist ja jetzt ein unfassbar krass talentierter MMA-Kämpfer. Ist das denn wirklich so? Wollen wir das mal ausprobieren? Und dann sagen die, ja, nee, der Steiger will uns immer in die Pfanne hauen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Nee, ich habe auch direkt gemerkt, wo du eben reingekommen bist. So, der erste Eindruck zählt immer. Du bist sehr höflich, sehr nett, super Typ. So. Kann ich weitergeben. Dankeschön. Bei uns drüben denkt man immer so, der Steiger, der nimmt sowieso keine Rapper ernst und so und der will immer versuchen, die Leute fertig zu machen. Aber
Aber eigentlich ist es ja genau das Gegenteil. Ich nehme das ja einigermaßen wirklich, also auf der anderen Seite natürlich auch, finde ich, muss man es auch mit Humor nehmen. Man kann ja nicht alles immer bierernst nehmen. Das ist ja auch langweilig, das ist ja auch traurig. Oder? Ja, das stimmt. Also, deswegen, ich kann nur weitergeben. Ja. Neulich wurde ich in der U-Bahn kontrolliert und mein Ticket war 15 Minuten abgelaufen. Dann habe ich Strafe bekommen. Und normalerweise würde ich ja immer wegrennen bei sowas, aber das geht leider nicht, weil die Hip-Hop-Kontrolleure, die sie jetzt einsetzen, die sind alle mit Hip-Hop aufgewachsen. Und dann kommt auch der Kollege gleich raus: Mann, Steiger, du wirst doch nicht sagen, dass du kein Para hast. Und dann meine ich, nein, aber... Aber ein Ticket, das 15 Minuten abgelaufen ist. Und mal der andere, der das, den Zettel ausgefüllt hat: Steiger, warum könnte ich eigentlich alle nicht leiden? Sag mal. Naja. Gut. Dass du kein Para hast. Genau. Nice. Wenn ich kein Para habe. Ja, hier eine Frage: Wer ist der nervigste Rapper, mit dem du zu tun hattest oder hast? Oh, jetzt willst du aber Fitner stiften hier, oder? Was? Fitnessstudio, was? Du willst Beef stiften. Ja? Wenn ich das jetzt sage, dann kommt das morgen auf Rap-Update. Dieser Rapper war der nervigste Rapper, den ich jemals... Kommt damit nur Klickzahlen. Pass auf, der allernervigste Rapper war tatsächlich Sentino. Sentence, der dann mal weil der hatte immer die Angewohnheit, dir sehr, sehr betrunken im Club ins Ohr zu rappen. Oh, ja? Okay. Also der hat immer mit dir gesprochen und hat dann gesagt, ja, aber da habe ich dann auch eine Zeile dazu geschrieben. Also der hat irgendwas erklärt, so, ja, ey, heute Abend hier geile Bitches am Start, da habe ich auch meine Zeile geschrieben, die ging so. Und hat sich dann immer selber zitiert. Das fand ich tatsächlich wirklich sehr, sehr nervig. Also deine Antwort ist Sentino. Ich habe auch eine wichtige Frage. Ja, also vor allem war das dann immer so, kennst du Leute, die so einen Alkoholatem haben, ja, so einen ganz harten Weißweinschorle-Atem? Ja. Und dann sprechen die immer so, dann halten die immer so die Hand so halb voll, so, weil sie sich auch schon fast so schämen. Ja. Dann halten die immer so die Hand vor dem Mund und dann staut sich dieser Geruch dann auch noch so. Ja. Und dann wird er so konzentriert. So, geh jetzt weg, hey. So ekelhaft, dass er manchmal wieder angenehm ist. Und wenn das. Also, ich weiß, was du meinst. Und dann habe ich immer noch den Eindruck, wenn dann noch Kokain im Spiel ist, dann wird das so metallisch, der Atem noch. Okay. Katastrophe. Ich habe eine Frage. Ja. Wie ist es mit taktlos in einem Raum zu sein? Taktlos. Das ist ein Künstler, den ich wirklich gerne kennenlernen würde. Das kann sehr, sehr unangenehm sein. Ja, das ist so jemand, der so mit Absicht auf Höflichkeitsformen wie nett sein, hey, habt ihr Durst, wollt ihr was zu trinken, kann ich euch einen Kaffee machen, hier sind Gläser, verzichtet. Ja? Und das ist dann so, er denkt, es ist real, ich sage, es ist unhöflich, aber naja. Ich habe das einzige Mal, wo ich den erlebt habe, war, der ist in Essen irgendwo aufgetreten, der ist gekommen, hat komplett durchgezogen eine Stunde und dann beim letzten Song hat er das Mikrofon hingestellt und hat gesagt, wo ist mein Geld? Aber dann dachte das Mikrofon ist so, schon sehr weit weg, der legt das so, wo ist mein Geld? Und halt so, Mann. Er hat sich auch selber die ganze Zeit, der hat so einen Loop aufgenommen mit Zugabe. Und der hat auf Play gesagt, da kann ich ganze Zugabe. Der so, jetzt oder was? Nein. Aber ich muss sagen, Feinkostparanoia, David P., Steve Twins und Taktlos. Ja, Mann. Schönste, was deutsche Pop mir gegeben hat. Ja. Ohne Scheiß. Echt geil. Die Kombination. Feinkost Paranoia, David P. Schönste, was Hip-Hop mir jemals gegeben An hat. An erster Stelle in Taktlos, Feinkost, David P. Ja. Vor allem, wir waren immer bei Taktlos, waren wir früher immer so, das ist voll blöd. Bis wir dann angefangen haben zu verstehen, was der da überhaupt macht, so, weißt du, ich meine, so, fing schon an mit den Beats, so, alles extra so
weißt du, so ja. nicht ja. hochproduziert und was der alles immer erzählt Nein, hat. Man muss eine Sache sagen, also wenn du mit Taktlos in einem Raum bist und er lacht dann halt wirklich, also oder man hat dann eine Ebene und er lacht und das ist dann eine gelöste Stimmung, dann ist es halt auch natürlich super schön. Ja? Mhm. Dann ist es halt auch wirklich so, oh wow. Da lacht er halt auch wirklich von ganzem Herzen und dann ist es halt auch so quasi ein bisschen was Besonderes. Aber man muss schon immer erstmal drum kämpfen, dass er... Ja. Dass er nicht von dir denkt, ah, ich sehe den überhaupt nicht. Ja. Wie gesagt, von der Kunstform, boah, bester Mann. So, Mauli stirbt da gerade im Hintergrund. Wir spielen noch Trikot von Paris, Sugar MMFK. Kennt ihr den? Ja, klar. Ja. MMF, auch Angolaner. Ja. Also gut, fangen wir an. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Kannst du Mauli fragen? Boah, die zwei Stunden sind wieder im Flug vergangen. Eine Frage an unseren Dirty Maulwurf haben wir noch. Habt ihr eine Frage an Mauli? Ja. Mauli. Ich habe Taktlos nie kennengelernt. Leider. Nein. Wann kommt unser Feature, ey? Ist Boah, gute Frage, sag du es mir. Vielleicht bin ich ja deswegen nicht gekommen, damit ich dieser Frage zum Weg gehe. Okay, du darfst ihn doch dissen. Ich habe gesagt, nein, aber ist es Australia. Ist das Ascha-Poster von dir, Mauli? Wie mit, das Ascha-Poster? Ja. Ja, aus meiner alten Bravo-Hip-Hop-Sammlung. Stabil. Aus den Zeiten, als ich Hip-Hop noch verkauft hat und als es dann bergab ging, die Bravo-Hip-Hop geschlossen hat. Oh shit. Habe ich diese ganzen alten Poster mitgebracht zum Radio. Nice. Wann kommt deine Platte? Am 20.04. tatsächlich. In zwei Wochen. Ey, Steiger, machen wir eigentlich nächste Woche ein Interview? Was machen wir? Interview. Übernächste Woche machen wir ein Interview. Ich hole Marvin Game dazu, dann machen wir richtig Hotbox hier. Okay. Ja, Mann. Also sieht man dich bald klettern, ne? Mauli. Also sieht man dich bald wieder klettern. Wir machen so eine Abseilaktion hier. Wir hängen hier einfach aus dem Studio Seile raus und dann seilen wir uns zur Spree runter und auf der Hälfte machen wir dann das Interview. Beste. Stabil. Ja? Bist du dabei? Ich bin sowas von am Start. Alter. Wärst du dabei? Natürlich. Sagt es jetzt, ja? Ja. Okay. Ich mein's ernst. I bring it. ich bring's mit. Hey, recht herzlichen Dank, dass ihr da wart. Danken dir. Wir danken dir. Vielen Dank, es hat wirklich Spaß gemacht. Euer Album Schleichwerbung 2 im Handel überall erhältlich bei Amazon und Zalando. Liegt es auch bei Kicks? Irgendwo bestimmt. Sehr gut. Oder Kicks liegt bei mir. Mauli, gute Besserung. Hey, hoffentlich erholst du dich bald. Wirklich. Ja, Mann. Nächste Woche sehen wir uns. Nein. Medien, halt. Aber das erkläre ich. Also wir nicht, aber wie bist du wirklich weg? Ja, das erkläre ich. Ich erkläre es dir gleich. Ja? Privat. Okay, wir dürfen das nicht wissen. Bis dann. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ja, und super. Bis nächste Woche. Macht's gut. Achso, und jetzt kommt noch KSF Anthem, kein Spaß Family. Das ist was von dir, Mauli, oder? Das ist Mr. Max, El Kareem und Morten, die zu dritt die Kein-Spaß-Family bilden und auch gestern ein neues Release rausgebracht haben, Golden Dogs.